und die Skala geht von 0, 17, 33, 50, 66, 83 bis 100. Summe 349, wieder eine Primzahl. Wobei jeder intuitiv bemerkt, dass hier 0 das kleinste, 100 das größte ist, was in unserem Diagramm erreicht werden kann. Außerdem wurde zur besseren Orientierung das Ganze noch in die Felder präindustriell, industriell und postindustriell eingeteilt. Drei Kurven sind im Diagramm eingetragen. Die blutrote Kurve steigt ständig an, wenn auch mit der Zeit nicht mehr so stark wie zu Beginn des industriellen Zeitalters, während auf der neon-orangen abwärts gerichteten Kurve die Frage Naturwissenschaft, Defizit der Aufklärung steht. Da die Naturwissenschaft zu Beginn ihrer selbst, im Begriff der Aufklärung, ein vielleicht gescheitertes Experiment des Abendlandes mit zunehmender Industrialisierung immer undurchschaubarer zu werden scheint, was ihr selbst entgegenwirkt. Oder anders gesagt, man versucht, die Welt dem Menschen zu erklären und je mehr man dies tut, umso weniger versteht er. Die andere orange Kurve ist bisher am wenigsten erforscht. Wir wissen nicht, ob es sich bei ihrer Auf- und Abwärtsbewegung um ein einmaliges Phänomen, dessen Maximum mitten im Industriezeitalter erreicht wird, oder um eine periodische, sich also wiederholende Schwingung handelt. Es könnte sein, dass diese Kurve die Erklärbarkeitsbereitschaft des Menschen gegenüber der Welt andeutet. Die Frage, wo beginnt das Defizit, beantwortet implizit die vorhin auf der absteigenden neon-orangen Kurve im Diagramm gestellte erste Frage. Finden wir die Antwort im goldenen Zeitalter, beispielsweise in den goldenen 50ern? Oder ist es mehr eine Frage des Ortes? Erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Welt? Um den Raum zu bestimmen, muss der Thermochemiker wissen, dass ein Parsec 3,262 Lichtjahre ist und dies sind 3,086 mal 10 hoch 16 Meter. Der Begriff Lichtjahre deutet uns auch das Einsteinsche Raum-Zeit-Kontinuum an, in welchem Raum und Zeit nicht mehr voneinander zu trennen sind. Je schneller wir werden, umso schwerer und kürzer werden wir auch und wir altern dabei auch weniger schnell. Die Hauptperson im Bild ist der Thermochemiker. Über eine Autobahn gelangt man direkt durch seinen vergifteten Mund in sein Hirn. Sein Blick ist in die Weite des Himmels gerichtet, sein Haar vom vielen Denken rot entzündet. Die Denktätigkeit ist über Synapsen auch mit der Außenwelt vernetzt. Die Synapsen führen zu einem Neutron, einem Proton, einem kurzlebigen Delta-Plus-Plus-Teilchen, einem hypothetischen Pi-Plus-Meson und zu einem Revolver. Vom Kopf des Thermochemikers kann nicht einmal die Brechtsche Laus leben. Aber der Thermochemiker weiß, wie all diese Elementarteilchen aus den drei möglichen Quarks zusammengesetzt werden. Das Up-Quark hat eine Ladung von plus 2 Drittel E, das Strange-Quark hat eine Ladung von minus 1 Drittel E. Wer nun als Laus Hunger verspürt, kann sich hiermit weiterhelfen. Eine Kalorie entspricht 4,186 Joule. Der tägliche Durchschnittsbedarf des Menschen wurde von den zuständigen Kommissionen auf 3000 Kilokalorien pro Tag festgesetzt. Die Nahrung wird heutzutage vor allem transportiert. Der Thermochemiker hat die auf dem Bild präsenten Transportmittel mit seinen Kenntnissen entwickelt. Ein kleiner Lastkraftwagen, ein Bagger, der Zug, das Düsenflugzeug und die Pistole als Transportmittel ins Jenseits. Das Jenseits befindet sich außerhalb. Man braucht nur dem orangen Pfeil zu folgen. Falls ein Gerät defekt ist, kann man es mit dem Schraubenschlüssel reparieren. Damit der Verkehr reibungslos vor sich geht, muss man die Verkehrszeichen beachten. Der Kreisverkehr zeigt,
dass alles ewig wiederkehrt. Das Schild steht auf dem roten Ständer, damit man es sieht und nicht niederfährt. Und es dreht sich wie ein Windmühlenrad zur alternativen Stromerzeugung. Die Thermochemie muss unbedingt verboten werden und mit ihr jede Betrachtung, die Zweifel an der objektiven Betrachtbarkeit der Welt weckt oder gar ihre Objektivität aberkennt. Die Realität ist immer noch real. Und wer es nicht glaubt, findet neben dem binären Helix mit den beiden Schlangen ein Zertifikat, das dies bestätigt. Der Trick dabei ist, aus dem Moment einen Trick zu machen. Ebenso verboten wird der den Fortschritt behindernde Fußgänger. Heute nicht mehr wegen des Fortschritts, an den man nicht mehr so stark glaubt, sondern wegen der nicht erbrachten Konsumleistung. Autos wirft man am besten in den Fluss, um sich jeweils das neuere Modell anzuschaffen. Der Thermochemiker ist sich der durch Sachzwänge und Umstände entstandenen Probleme durchaus bewusst. Er trägt einen weißen Mantel, auf dem mit gelber Schrift steht »So what?«, eine blaue Arbeiterhose, das Thermochemie-Verbotsschild als Knieschützer, weiße Socken und schwarze Schuhe. Seine Hände stecken in grünen Arbeitshandschuhen, damit er gefährliche Substanzen handhaben kann. Und sie sind mit den Ärmeln seines Mantels über Autobahnen verbunden, deren Zickzackverlauf über die Ähnlichkeit mit der Form von Blitzen auf die hohe Geschwindigkeit verweist, die auf ihnen erreicht werden kann. Wo sich die goldene Linie beim Froschskelettausgang teilt, rechts die Gleise für den Zug bildend, links den Boden für die Leute, die mit einem Ball, einem Buch zum Lesen, einem Hund und ihrem Gepäck abwarten und zusehen, was geschehen wird, ob die Titanic untergehen wird und auf welche Weise, wächst mitten im Bild ein Baum. Dass es sich dabei um den Baum der Erkenntnis handelt, ist eher unwahrscheinlich. Und ob es sich um ein letztes Exemplar einer aussterbenden Baumgattung oder um einen zukünftigen, gentechnisch an die kommenden Verhältnisse angepassten handelt, wird noch vor der breiten Öffentlichkeit geheim gehalten. Vielleicht wird auch bloß durch das Wachsen des Baums auf das Wachsen der Wirtschaft metaphorisch werbetechnisch hingewiesen. Schon das bereits zitierte, im lokalen Zusammenhang besonders wichtige und daher mit Rufezeichen versehene Wort Ordnung sagt uns, dass hier in der thermochemischen Welt alles klar und eindeutig, wohldefiniert und dadurch leicht verständlich ist. Das Defizit der Aufklärung wurde von den zuständigen Experten lange schon beobachtet und durch die Medien in leicht verständlicher Form mitgeteilt. Die Gesamtsituation wurde und wird immer wieder genauestens analysiert. Was muss getan werden? Immer das Vernünftige. Und vernünftig ist stets, was rentiert. Sollte es dann und wann doch einmal vorkommen, dass der eine oder andere, ob der zahlreichen Verbindungen und Zusammenhänge, leicht ins Schleudern gerät, kann er sich immer noch an der Poesie, der Jandlschen Klinke des Pinguins, festhalten. Auch fernöstliche Komponenten und Geistesströmungen müssen zuletzt noch berücksichtigt werden, die sich, wenngleich mit großen Buchstaben geschrieben, nur dem das Bild genauer Studierenden offenbaren. Machöpa ist tibetisch und seine ihm im Deutschen am nächsten kommende Übersetzung lautet unverändert. Es handelt sich um einen Hinweis auf das wiederum chemisch-physikalische Tatsachen einschließende Zitat: Wasser, wenn man es nicht aufrührt, wird klar werden. In ähnlicher Weise wird der Geist unverändert gelassen, klar und durchsichtig. Womit wir wieder beim chemischen H2O angelangt sind, das, aufgerührt oder nicht, immer in seinem destillierten Zustand bleibt. Und können beim Verlassen des Bildes noch den Spruch lesen, der überm Türstock angebracht ist. Wo das Denken aufhört, fängt das Leben an.